Vor dem Sommer hatte man den großen Neustart angekündigt. Nun ist er abgeschlossen. Zumindest wenn es nach dem HSV geht, ist das letzte Puzzlestück des Clubs gefunden. Peter Knebel soll als Sportdirektor zusammen mit Dietmar Beiersdorfer und Bernhard Peters das neue, starke Dreigestirn bei den Hanseaten bilden und den HSV aus der Krise führen. Uns hat noch der Baustein, auch Peter Knebel, gefehlt. Ich bin jetzt froh, dass wir komplett sind und mit aller Macht und allen Einsatz, Engagement, Leidenschaft zusammen mit unseren Mitarbeitern, zusammen mit unserer Mannschaft, unserem Trainerstab, unserem Team und unseren Fans natürlich endlich wieder in die Spirale gelangen wollen, die nach oben geht. Lange musste Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer um seinen Wunschkandidaten buhlen, der die Nachfolge Oliver Kreuzers antritt. Knebel, zuletzt 6 Jahre als technischer Direktor beim Schweizer Fußballverband tätig, soll sehr eng mit den Profis zusammenarbeiten. Der HSV bekommt einen neuen Hoffnungsträger. Wieder einmal. Wir müssen einfach schneller und besser hart arbeiten als die anderen, damit wir dementsprechend viele Vereine hinter uns lassen können. Und das muss das Ziel sein. Deswegen gefällt mir das Bild vom Puzzle. Und ich hoffe, dass wir schon bald dazu kommen, Teilchen um Teilchen zusammenzusetzen. Und dass das dann am Ende auch so stark ist, wie es dann auch schon mal gewesen ist und wie es der HSV auch schon mal bewiesen hat. Knebel wird bereits am kommenden Samstag im Spiel bei Borussia Dortmund auf der Bank sitzen. Da kommen Kindheitserinnerungen hoch. Aus meiner Familie kann man direkt runtergucken aufs Stadion. Das ist das Stadion, in dem ich Balljunge gewesen bin, wo ich Vorspiele spielen durfte. Früher noch, man teilt sich im Ruhrgebiet auf, in Gelb-Schwarz und Blau-Weiß. Und insofern ist das der Verein, wo ich in den E-Junioren anfangen durfte. Schön, einfach schön. Ich freue mich unglaublich darauf. Das letzte Puzzleteil ist nun da. Aber kaum ist das Bild komplett, löst sich schon das nächste. Ex-Trainer Mirko Slomka klagt gegen den HSV. Es geht um die Kündigung seines Vertrags. Ganz ohne schlechte Nachrichten geht es eben doch nicht.